Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sid Meier's Pirates mit Octriame. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir wollen den Marquis Montblanc richten und ich segle erstmal in die falsche Richtung. Toll gemacht. Warum sagst du mir auch nichts? So. Der Marquis muss irgendwo hier sein. Haltet mal die Augen nach einem Schiff auf dem drauf steht Böse. Ja. Denn auf den Schiffen steht immer drauf, dass der Gegner böse ist. Rio de la Hacha. Da wird uns bestimmt erzählt, dass er schon seit Wochen zu einer anderen Stadt unterwegs ist und wir hinterher segeln müssen. Cartagena. Ja gut, den kriegen wir gleich ein. Ein Kartenstück. Umgebung von... Schön. Siehste wohl. Mhm. Gut. Ihm nach. Wo ist sein Schiff? Vor 15 Tagen ist er aufgebrochen. Vier Wochen von Cartagena entfernt. Meine Güte, sind die langsam, die Schiffe. Da ist er. Wir greifen ihn von vorne aus an. Das ist sehr schön. Autsch. Das hat uns eine Kanone gekostet. So, Freunde, lehnt euch zurück und genießt den Kampf gegen den alten Mann. Der hält sich auch sehr gut. So, mein Freund. Du widerliche kleine Amöbe. Es wird Zeit, dich zu richten. Du kriegst eine kleine Rasur mit dem Schwert. Hier. 238 Gegner. Sag mal, hat der sie noch alle? Du hast ja gerade schon gesehen, dass das nichts bringt. Der macht aber auch immer wieder den gleichen Fehler. Ich aber auch. So, Freundchen. Das war's. Die müssten echt mal hier so ein Netz hinten aufspannen. Das gibt's doch nicht, dass die in einer Tour runterfallen. So. Ein weiteres Kartenstück. Von Vera Cruz. Schwarze Spitze. Da können wir doch gleich mal hinfahren. Vera Cruz. Wo ist Vera Cruz? Villa Hermosa, Vera Cruz. Da oben ist das. Dann würde ich sagen, unser nächstes Ziel liegt fest. Es ist Vera Cruz. Oh. Wir müssen jetzt mal eine ganze Menge Waren verkaufen. Ich frage mich, warum es für die Kanone wirklich nur ein Goldstück gibt. Keine Ahnung. Wohingegen wir für eine dreiseitige Geige lächerliche 1500 Goldstücke hingelegt haben. Naja. So. Das nächste Kartenstück. Santo Domingo. Da können wir danach auch wieder hinfahren. Ach, der ist in der Nähe von Vera Cruz. Da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das freut mich. Reden wir nochmal mit dem Gouverneur. Gibt es irgendwas Interessantes zu erzählen, mein Lieber? Was? Das wird nicht ungesühnt bleiben. Ja. Ich benutze jetzt hier diese Karte als Orientierungshilfe. Das wird jetzt eine ziemlich lange Reise.
Also, am besten geht ihr euch was zu trinken holen. Ich werde nämlich jetzt auch mal was trinken. Augenblick bitte. So, da bin ich wieder. Frisch gestärkt mit einem starken Grog. Ja, wie wär's, wenn ich euch die Geschichte erzähle, wo der Grog herkommt? Grog ist ja bekanntlich ein Getränk aus Rum. Rum, Limetten, Zucker und Wasser. Woher kommt das? Früher, zu der Zeit, in der wir uns hier befinden, stand es in der britischen Marine. Ja, okay. Die Geschichte spare ich mir. Ach komm, das kann ich euch auch während des Kampfes erzählen. Während der britischen Marine. Nein. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Vielen Dank auch. Dafür gibt es jetzt erstmal eins ins in die Visage. Das hätte sich erledigt. Und den Grog erzähle ich euch gleich. Die verschollene Tante. Leider steht jetzt hier nicht drauf, wo das ist. Das könnte überall sein. Ein Smoothie. Ja, komm, die können wir gebrauchen. Wir brauchen gleich sowieso eine ganze Menge Leute, um die Hütte vom Raimondo. Vom Raimondo sag ich schon. Das wollte ich nicht. Ja, klasse, jetzt ist meine Karte weg. Bisschen weiter nördlich. Grog, also, britische Marine, 17. Jahrhundert und auch grundsätzlich in der Armee war es üblich, dass jeder Soldat ein halbes Pint Alkohol bekam. Normalerweise war das Bier oder Ale. Wer von euch war schon einmal im Irish Pub und hat ein Pint gesehen? Das ist so ein Glas. Das ist recht groß. Ich glaube, ein halbes Pint sind 0,3 Liter. Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge. In der Karibik gab es nicht ganz so viel Bier. Traurig eigentlich. Sehr, sehr traurig. Lange Rede, gar keinen Sinn. Jetzt brauchten die Versorgungsoffiziere bei der britischen Armee für die Matrosen eine ganze Menge. Ah, sehr schön. Das war unklug, weil die Tante rettet. Nee, doch nicht. Das war alles ganz und gar richtig. Jo, wo war ich stehen geblieben? Also, jetzt war es für die Versorgungsoffiziere schwierig, Ale aufzutreiben. Das heißt, die haben ein halbes Pint rumgekriegt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich ein halbes Pint rumtrinke, dann kann ich danach nicht mehr ein Schiff steuern. Jetzt gab es einen Vizeadmiral, der über die karibische Flotte gesetzt war. Sein Name war Vermin, von seinen Leuten wegen seines Mantels aber immer nur Old Grog genannt. Halt, Moment. Hoppla, da habe ich jetzt das Falsche geklickt. Moment, Jack Rackham. Ach, den kann ich auf der Rückfahrt kapern. Den kann ich auf der Rückfahrt besiegen. Also hat dieser Admiral Vermin, genannt Old Grog, ein Getränk entwickelt, mit dem der Alkoholgehalt verringert wurde. Seine Leute waren nicht mehr ganz so betrunken und zu Ehren dieses Mannes nannten die Leute das Zeug Old Grog oder Grog, benannt nach seinem Spitznamen. So, Vera Cruz müsste jetzt irgendwo hier in der Nähe sein. Wir müssen nach der schwarzen Spitze suchen. Nach schwarzer Spitze suche ich doch gerne. Allerdings nicht unbedingt, wenn es eine Landmarke ist, sondern eher im Schlafzimmer. Okay, der war schlecht. Eigentlich wollte ich noch Männer mitnehmen. Na gut, okay. Besatzung 91. Falsche Karte. Ganz falsche Karte. Verlassene Hütte Bogenfels. Da ist sie, die Festung von Marquis Montemblanc. Jetzt geht's los.
Eine Armee indianischer Söldner versperrt uns den Weg. Die Stadtposition ist doof. Die ist auch nicht besser. Okay, Freunde. Ich erkläre euch ganz kurz, wie es läuft. Jede Truppe hat immer zwei Schritte nach vorne, glaube ich. An den Steinen kommen wir nicht vorbei. Wir haben Leute, die im Nahkampf sind. Wir haben Leute, die im Fernkampf sind. Diese beiden. Ja, und den Rest, den erkläre ich euch gleich. Drei Truppen haben wir nur. Ja, sehr schön. Ich will erstmal hier diese Jungs hier reinbekommen. Oh, da hinten sind auch noch welche. Das ist mal einfach ein Grund, wenn die aus dem Wald herausschießen, ist das praktisch für uns. Die Offiziere schicken wir hier nach vorne. Die Piraten direkt dahinter. Hier auf diese Flanke. Und diese Jungs. Ja, weiß ich nicht. Oh, da kommen ja noch mehr. Hilfe! Ich würde mal sagen, wir sind so ein bisschen am Popo. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte vorher wirklich speichern sollen. Ja. Das wird spannend, Freunde. Ich glaube, das wird eine längere Folge. Feuer frei, würde ich mal sagen. Auf wen schießt ihr denn? Auf diese Jungs. Man muss dazu sagen, je nachdem von wo wir aus angreifen, gibt es Zusatzpunkte. Das heißt, wenn wir jetzt in den Gegner in die Flanke, also von hier aus angreifen, gibt das Bonuspunkte. Wenn wir von oben nach unten angreifen, gibt das Bonuspunkte. Jetzt muss ich die Offiziere hier irgendwie wegkriegen. Wie viele Bogenschützen haben wir denn als Feinde? Das sind Bogenschützen. Das sind Bogenschützen. Gut, beziehungsweise auch nicht gut. Die sind alle schon gezogen. Ja, gut. So, die greifen jetzt an. Wir sind aber sehr viel stärker. Wie ihr seht, Moral und Höhe. Sehr gut. Autsch. Das ist jetzt unschön. Die schießen auf uns. Zwei Truppen des Gegners sind bereits gefallen. Die Bogenschützen gehen mir tierisch auf den Keks. Das könnte unentschieden ausgehen. Wir haben verloren. Schade. So. Zuerst, bevor ich irgendetwas mache, feuere ich mit den Soldaten. Ich will, dass ihr auf diese hier schießt. Na gut. Feuer frei. Und auch ihr feuert. So, meine Offiziere greifen diese Jungs hier an. Dann greifen die Piraten diese Jungs hier an. Ich befürchte, dass die Bogenschützen denen gleich ziemlich hart zusetzen werden. Ja, genau das hatte ich befürchtet. Da ist ja noch eine Einheit.
ich hätte echt mit mehr Leuten hier hingehen sollen. Das bringt nichts mehr. Ist da was? Ich befehle den Rückzug und wir greifen ein andern Mal nochmal an. Vorher hole ich mir noch eine ganze Menge Soldaten dazu. Rückzug. Jo. Ups. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da habe ich etwas schnell die Aufnahme beendet. Entschuldigung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hole noch eine ganze Menge Soldaten ran. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.